Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Infected. Ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen produziert. Wir wollten die ganze Zeit in die Stadt, aber irgendwie kamen wir nicht in die Stadt. Ich würde mal sagen, in dieser Folge gehen wir wieder mal eine Runde looten. Denn wir brauchen noch einige technische Notizen, die wir uns holen werden. Mein Fahrzeug ist soweit halbwegs voll. Es ist voll auf jeden Fall. Eine Sache ist mir gerade eingefallen. Was wir noch brauchen: Steinspeer, Steinklinge, dreimal Stöcker. Das sollten wir noch auf jeden Fall machen. So, lass mal gucken. Wir machen uns erstmal kurz eine Steinklinge. Stell mal her. Dann hatte ich hier gerade Dings reingepackt. Dann können wir nebenbei gleich Eisen nochmal produzieren. Dann ist soweit alles schick. Machen wir die Tür zu, muss ja keiner hier reinkommen. Ja, wo sind Stöcker? Einmal Stock sehe ich. Fehlen uns noch zwei, dann können wir uns ein Speer machen. Wir können auch erstmal in die Stadt gehen. In den anderen beiden Städten sollten wir auch nochmal hin, weil wir da ein, zwei Sachen nicht gelootet haben. Aber wir gucken uns mal die anderen Städtelein an. Ich glaube, ich finde hier kein Stöcklein. Nein, was bist du denn? Oh mein Gott. Altersschwäche. Ist das eine Gurke? Mais. Okay. Oh, Mais. Irgendwie kann ich dich nicht mitnehmen. 26 Minuten. Das ist alles noch halbwegs frisch. Das ist aber eine Gurke. Entschuldige. Gut. Oh. Wenn man gerade die Suche aufgegeben hat. Yes. Und da haben wir den guten Speer wieder. Jetzt sind auf einmal Stöcker hier überall. Natürlich. So, wo wollen wir hin? Vielleicht zu der Stadt hier unten hin. Da sind wir ja das letzte Mal falsch abgebogen. Und ich habe schon wieder vergessen, die Zombies zu aktivieren. Ach, doch, 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 ich muss hier lang. Bisschen huppelig. Froschi. Ich hab dich gehört. Wir müssen endlich meinen Schlachtertisch machen. Garderobe müssten wir schon. Ist da gerade echt ein Vogel vom Himmel gefallen? Absteigen. Danke. Nehmen wir mit. Wenn die Kallis vom Himmel fallen. So, und dann nächste, glaube ich, noch mal rechts und dann dürften wir da sein. Quer durchs Feld. Wow, Baum. Ja, genau, Ziege. Ich weiß, wo du wohnst, im Wald. Hier. Hier müssten wir rein. Da sehe ich schon das Fahrzeug. Wow! Hat mich die Wede Wezau gerade erschrocken. Schade ist, dass wir das Haus nicht besetzen können, ne?
So wie bei Night of the Dead. Nehmen wir erstmal mit. Oh, Benzinkanister, sehr schön. So. Guten Tag, Zimmerservice. Die essen wir jetzt einfach sofort. Ja, ich weiß, verdorbenes Essen brauchen wir, aber. Erst mal nicht. Eine Kartoschki, natürlich. Nehmen wir. Haben wir denn hier irgendwo eine Notiz für uns? Was ist das denn? Wow, das Ei passt natürlich immer noch rein bei uns. So, ich habe, glaube ich, keine Notiz gesehen. So, rein, rein, rein. Natürlich wird mein Teil sehr schnell wieder voll. Schade, dass das Teil nicht ein bisschen mehr schleppen kann. So, was haben wir denn hier? Guten Tag. Wir. Sticky. Eigentlich hätte ich mein altes zuerst. Entschuldigung. Mein altes zuerst essen können. Aber gut, da war mein Finger schneller als mein Gehirn. Genau wie hier hätte ich eigentlich die Eier tauschen können. Notiz. Oh, den Schlachtertisch haben wir schon. Ölsauger. Chemietisch, verbesserte Werkbank. Windturbine. Kreissäge, Wasserhaus. Verteilerkasten, Ölpumpe, Backsteinschmiede. Ich glaube, die Backsteinschmiede. Ist, glaube ich, das zweitwichtigste. Wusste gar nicht, dass wir das schon haben. Den Schlachtertisch. Oder habe ich das gerade verpeilt und habe was Falsches genommen? Ja, das könnte auch passieren. So leicht trottelig bin ich ja unterwegs. Wie irgendjemand sagt was dazu. Ja, ich hätte das Ei rauspacken sollen. Vielleicht machen wir das auch gleich. Alter, die sind doch so arschlang. Haltbar. Was zum Henker plätschert hier? Der treibt ja schon das Wasser in die. Oh, wie schön, hier gibt es einen Fluss. Und der Zaun kommt von hier. Ist ja witzig. Auch hübsch, ne? Aber würden wir die Zombies hier anstellen, wären wir die ganze Zeit von Zombies umringt. Also, Ich glaube doch nicht so hübsch. Wo ist mein kleines Beutel? Da ist es doch. Was nehme ich? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir zu viel. Definitiv so viel.
Ja, gucken wir mal, was wir anrichten können. Ey, guckt euch die Kartoffeln an. Die überleben, glaube ich, sogar einen Atomkrieg. So. Nein, Fleisch darf ich nicht da lassen. Kohle ist auch cool. Ja, komm, essen wir jetzt einfach. Gott sei Dank kann man die First-Aid-Teile stacken. Ach du meine Güte, das ist so ein großes Haus. Sehr viel Blei. So. Ich bin gegen mein Glas gekommen. War knapp. Nee, war doch nicht knapp. Knapp, wartet mal kurz. Eine kleine und. Regnet es gerade? Ich würde mich ja freuen, wenn es ja langsam mal kälter wird hier. Oder besser gesagt, wenn es nicht mehr so dauerhaft das Wetter hin und her springt. Und ich glaube, ich konnte gerade hier nichts sehen, was irgendwie mit einer Notiz zu tun hat. Nein. Dieses Haus scheint irgendwie gereinigt zu sein. Die Teile kann man nicht stacken, aber die kann man stacken. Jetzt haben wir den Salat. Wartet mal kurz. Ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Passt alles nicht, ne? Ungünstig. Was wollte ich denn eigentlich mitnehmen? Keine Ahnung, was ich mitnehmen wollte. Hat keiner mitbekommen. Ganz oben wollte ich irgendwas mitnehmen. Aluminium wollte ich mitnehmen. Ich wollte Alu mitnehmen. Wartet mal, wir machen mal was ganz, ganz Einfaches. Wir packen erstmal die Kohle hier rein, schieben alles irgendwie hin und her. Und dann können wir hier das hier mitnehmen. Können die dann stecken? Können dann den Rest nochmal mitnehmen, den ich oben dann hingepackt habe. Schade ist, dass wir keine Taschenlampe hier haben. Oh, oder habe ich sie noch nicht gefunden? Überlegung ist ja da, ne? Aber Kohle ist auch nice. Aber eigentlich haben wir ja Kohle. Eigentlich haben wir Kohle. Schmerzlos nach. Geht das? Och, komm schon. So. Wird dann irgendwann despawnen?
Schlachtertisch kann ich also schon machen. Treibstoff ist auch noch da. Wo? Ey, Kumpel, du bist durstig. Ich mach den Mund auf und trinke das Wasser, was von oben kommt. Wow! Aquaplaning! Ich glaube, besonders viel passiert hier nichts, ne? Warte mal kurz, wollte gerade trinken und habe das Taschentuch mitgenommen. So, da vorne müsste... Ja, da ist die Straße. Voll krassen Kürbis. Voll krassen Hähnchen. Vielleicht sollte ich mal Wegweiser aufstellen. So, ich habe ganz viel Blei gefunden. Wow. Gott sei Dank leuchtet mein Gewinterkarten. Schön. Nein, Kumpel. Das will ich aufmachen. Kann ich die beiden tauschen? So? Nein? Hätte ja sein können. Auf die Luke hier. So, das rein. Hab ich hier noch irgendwas? Ich sehe gerade nicht durch. Nein, ich sehe gerade echt nicht durch. Das rein, das rein. Die Teile kann man nicht stacken, das ist sehr schön. Die Nägel rein. Das rein. Dann das hier voll selber rein. Seil kann ich nicht reinmachen. Glas kann ich nicht reinmachen. Okay, die kommen da unten hin. So, das. Kohle behalte ich mal. Kohle schmeiß ich mal hier mit rein. Packe mal. Das hat geklappt. Nein, warte, das hat gar nicht geklappt. So. So, so. Dich packe ich mit rein. Dich. Den Rest nehme ich einfach mal kurz mit. So. Oh mein Gott. Lichtgeschwindigkeit. Ich habe nur mehr Wasser drin. Läuft. Ich hätte auf dem Weg verdursten können. Einmal Eisen. So, brat mal vor die hin. Blei. Dings. Hatte ich nicht zweimal gerade drin? So, du kommst hier rein. Auch hier rein. Ich sehe langsam nicht mal durch, ne? Vielleicht irgendwann mal sortieren. In Zukunft. Lehm sollten wir auch noch machen.
So, erstmal. Die blubbern vor sich hin. Gut. Dann nimm mal das. Das ist garantiert drin. Und die Federn sind drin. Was sagt meine Kupferfarben hier hinten? Zweimal Kupfer, das ist sehr schön. Autsch! Doch nicht. So, guck mal. Kupfer kannst du auch nochmal machen. Was habe ich hier drin? Und der brotet vor sich hin. Blei. Dings. Kupfer. Zweimal Blei. Jetzt lasse ich die Teile schon wieder laufen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Wie viel brauchst du noch? Sehr viel, ne? Ja, zwei Stück brauchen wir dann noch. Sehe ich da Gurken? Ganz viel? Können ja mal gucken nach. Wo ist denn das gute Dings? Lager, Kleiderständer. Plastikschrauben, Eisenbahnen, Plastikschrauben. Plastik. Zweimal. Fünfmal Eisenbahnen, willst du mich von meinen Ich weine. Innerlich gerade. Ich habe gesammelt und jetzt ist es wieder weg. Oh, Kupfer. Ja, zwei Stück und dann können wir unser Garten endlich fertig machen. Ich weine gerade echt leicht innerlich wegen den ganzen Eisen. Was bist du denn? Oh, Steini. Ah, Steine nehmen wir da mit. Hä, was ist mit dir passiert? So, zwei Stück. Gut, wir werden, glaube ich, einfach eine Runde pennen gehen. Wie sieht es denn aus mit Winterjacken? Pflanzenfasern und Federn. Dass wir daraus eine Jacke bauen können, ist echt erstaunlich. Aber ich will mal jetzt nicht rummeckern, ne? Lichtgeschwindigkeit. Was war das? Fünfundzwanzig und zehn. Und 25. Jacke wird hergestellt. Was brauche ich für die Hose? 20, 12. Und 20 und die 12. Dann ist die Hose schon mal fertig für den Winter. Und jetzt die Boots. Du hast sie jetzt nicht angezogen, oder? Er hat sie angezogen.
Tuch und. Wo ist denn der John hier? Da ist er. Wir machen uns jetzt einfach mal ein bisschen Kleidung. Vier, vier. Vier, vier. Ja, Johnny ist ja gut. So, was brauchen wir für Winter, für Sommerklamotten? Gut, jaha, können wir nicht machen. Wir haben keine Tücher mehr. Aber zumindest ein bisschen Platz in den Truhen drin. Bisschen. Nö. Tatsache, nein, wir haben keine mehr. Jungs, Mädels, sortiert euch doch mal richtig hier ein. So. Gut. Wir haben Winterklamotten. Warum ist mir denn jetzt warm? Hallo, ich bin nackig. Nackig. Danke. Wollte schon sagen, was stimmt hier mit Johnny nicht? Lass mal gucken. Was ist mir schlecht geworden? Genau, einfach mal ein paar Gurken futtern. Froschi! Ja, komm in meine Arme. Wir brauchen dich. Oh nein, ich hätte eigentlich mit den Eisen, was wir benutzt haben gerade, hätten wir eigentlich gerade die mein Gehirn, den Schlachtertisch machen können. Naja. Passiert so Eisen. Wir sollten das hier auch mal bauen, ne? Habe ich noch irgendwo Nägel vielleicht? Hier. Hallo? Oh, okay. Nicht diese Eisenschrauben. Ich verwechsel es jedes Mal. So. Was sagten jetzt meine... Zwei Stück brauchen wir noch, aber das wird definitiv keine zwei Stück sein. Boah, wird es hier mal wieder dunkel. Nee, aber ein paar Sekunden. Warum ist meine Lebensanzeige so nach unten gerast? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Tut mir leid, mein Brie. Aber du kommst jetzt angehangen. Genau. Was bist denn du? Eisenbahren. Oh, ein Eisenbahren. Ich bin so glücklich. Gut. Meine Lieben, wir haben zwar nicht viel erreicht, aber was lange währt, wird irgendwann gut. Und deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.